Es ist ein altes deutsches Sprichwort: Der Glaube versetzt Berge. In unserer von Informationen überfluteten Welt heißt es nach wie vor: Wissen ist Macht. Aber wir müssen auch eingestehen, es gibt eine Menge Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen. Und genau in diesem Zwiespalt sucht die Esoterik ihren Platz, um Hilfsangebote zu verkaufen. Zum fünften Mal fanden im Magdeburger AMO die Esoterik- und Naturheiltage statt. Die Besucher sind genauso zahlreich wie die unterschiedlichen Angebote und Methoden, um Körper und Geist in einen gesunden Einklang zu bringen. Dabei liegen den meisten Dienstleistungen zugrunde, dass der Anbieter für sich in Anspruch nimmt, über ein inneres, übergeordnetes Wissen zu verfügen, das er potenziellen Kunden zur Verfügung stellt. Jetzt heißt es glauben, entweder an die Kraft der Steine, an die Wirkung des Lichts oder aber an göttliche Lehren. Hier zum Beispiel wird nichts verkauft, hier wartet man seit 300 Jahren auf die Ankunft von Wissenden mit weltheilenden Anweisungen. Wir sprechen über die Rückkehr der Meister der Weisheit mit Maitreya, dem Weltlehrer, für das Wassermann-Zeitalter. Die Energien haben begonnen 1675 auf die Erde einzuströmen, also indem sich die Sonne in eine andere Konjunktion mit dem Tierkreiszeichen des Wassermann bewegt hat. Und die Fische-Energien gehen raus. Wir befinden uns jetzt zurzeit seit 300 Jahren in einem Gemisch von Fische und Wassermann-Energien, und das ist die Ursache für unsere Probleme im Moment auf der Welt. Wenige Schritte weiter, hinter einem Paravan, bietet eine junge Frau Lebensberatung an. Ich darf durch meine Lebenserfahrung, durch meine Schulung, durfte ich mir eine Arbeitsweise erarbeiten, die dazu befähigt, anderen Menschen in die Seele zu schauen, in ihr Herz. Und ihnen zu sagen, was die Seele und was das Herz gerne möchte und nicht was der Verstand. Ich bin eine Dolmetscherin sozusagen und aktiviere die Seele und den Verstand. Ich darf Probleme an der Wurzel erkennen, ich darf Türen öffnen und darf Türen schließen, damit der Mensch es einfacher hat, in seinem Leben vorwärts zu kommen. Mehr will sie nicht verraten. Aber es gibt auch Angebote, die sich leichter nachvollziehen lassen. Hier werden Räucherwaren verkauft. Also die ersten Menschen, die Räucherstoffe entdeckt haben, waren eigentlich die Menschen, die mit dem Feuer gearbeitet haben, wo das Feuer entdeckt wurde. Und man hat dann verschiedene Sträucher da mit ins Feuer geworfen und festgestellt, dass sie einen aromatischen Duft entfalten. Und dass da eine gewisse Wirkung entsteht, die beruhigend oder anregend sein kann. Mit geübten Handgriffen gelingt es dem Heiler, diese Frau zu beruhigen. Und die Schwingungen der Bronzeschüssel dringen tief in den Körper ein. Wer das schon einmal gemacht hat, der weiß um die entspannende Wirkung. Es ist ganz egal, woran Sie glauben. Hellsehen, Karten legen, Handlesen, die Konstellation der Gestirne. Immer ist die Sehnsucht, etwas über die eigene Zukunft zu erfahren, die Triebkraft. Und je mehr der Anbieter an seine Kräfte glaubt, umso größer ist seine Wirkung, um seine Dienstleistung auch zu verkaufen. Das alte Sprichwort sagt: Der Glaube versetzt Berge, aber wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft.